Hey Leute, willkommen zurück zu Hitman Absolution. Ich verstecke mich gerade noch im Container, deswegen war ich hier kurz im Pausemenü. Und ich würde sagen, wir versuchen es einfach mal. Ich gehe mal raus und schleiche mich mal zum Eingang. Bevor der Depp mich hier bemerkt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wieso bemerkt er mich immer, Leute? Das ist doch unglaublich. Ich bin doch einer von euch. Ich bin doch einer der Alle Guten. 554, erstatte Bericht. Alles sauber. Puh! Ich hab's geschafft. Schloss noch schnell knacken. Das merkt ja kein Schwein. Oh yeah, ich hab's geschafft. Das ist so gut. Werfen 2 habe ich freigeschaltet. Okay. Ist ja nett, ne? Oh Mann, lass mich raten. Natürlich ist hier alles wieder voller Wachen. Allerliebst. Allerliebst. Ist hier... Ah, warte. Das kriegt hier keiner mit, ne, wenn ich den mal hier kurz ruhig stelle und dabei ein bisschen rumklippe, so lustig. So. Erstmal weg mit dir. Oh, wir haben genau... Ja, wir haben mehrere Möglichkeiten. Also ich könnte jetzt noch 3 Wachen loswerden, das ist gut zu wissen. So. Werden wir wahrscheinlich auch brauchen. Erstmal ein bisschen Chaos verursachen. Upsala, was war denn das? Was habe ich denn da wieder angestellt? Das sieht rein zufällig aus, wenn ich dich gerade fertig mache. Bring das Ding einfach wieder zum Laufen. Dann sehen wir, wer hier wen fertig macht. Hihihi. Na, kommst du her? Er kommt her, glaube ich. Ja, er Alles kommt klar. hierher. So. Nutze ich mal meine Minute, die ich habe. Zack. Jetzt warten wir kurz. Nicht auf den Mann achten, der aus dem Schrank steigt und dich ruhig stellt. So. Okay. Schlechter Verlierer. Was denn? Oh Mann, ich wollte nicht über so einem großen Sägeblatt aufwachen. Hätte ich irgendwie Angst vor. Aber es geht doch. So. Die anderen beiden Penner. Was macht ihr denn da Schönes? Ich würde sagen, ich mach das mal über die Kante. Hüppala. Kann man sich nämlich, glaube ich, wunderbar verstecken hier oben. Uhuhu. Was macht er denn da? So ein Arsch, dann sieht er mich auch noch fast. Ich glaube, das war eine ganz schlechte Idee, was ich hier gemacht habe, Leute. Alpha 4 erstattet Bericht. Nichts. Nichts? Ach, nichts, ist das so. Ich bin also nichts. Dafür würde ich dich am liebsten jetzt ein bisschen büßen lassen, dass du sowas sagst. Hihihi. Hihihi. Wie die mich immer fast vorm Entdecken sind, die Deppen, du. Deppen, alles Deppen. Aber ich komme ganz gut durch und jetzt bin ich auch schon... Vögel, was soll das? Immer diese Tauben. Ist die gerade ein bisschen rumgebackt, oder wie sehe ich das? Mann, oh Mann, oh Mann. Ach, das war's schon. Das war ja ein kurzer Abschnitt. Ach du Kacke. Gut, dass das nicht groß ist hier draußen. Schon wieder Game Adrenaline. What's up, mein Freund? Oh. Ist das ein Mühlrad? Tatsächlich. Wow. Ist alles okay. Alter Schwede, wie soll ich da runterkommen? Vor allem, wie soll ich da. Wo soll ich da hingehen? Mitten in die Anlage. Das ist ja total unauffällig, ne? Oh, ich sehe schon die Kante. Oh Mann, das freut mich ja. Da habe ich jetzt voll Bock drauf. Oh, hi. Geh mal fliegen. Geronimo. Ach Mann, das war... Ja, das war ein Todesfall, ich weiß. Du. Was? Hihihi. Ich hab grad voll die gute Idee. Oh Gott, das ist böse. Das ist richtig böse. Kommen die jetzt beide oder nur der eine? Annäherungsmine!
was angehen. Ich hätte die andere scharf machen sollen, verdammt. Verdammt. Die piepst doch so lustig. Wow! Okay. Ich habe mich gerade selber gekillt. Ja, das habe ich gemacht. Ist voll gut. Oh Mann! Ja, Dummheit, ne? Dummheit tut weh manchmal. Na gut. Achso, ich würde mir mal die Mission anhören bis hierher. Dexter Industries. Also ist dieselbe. Gut. Dann muss ich mir das hier nicht anhören. Ja, habe ich toll gemacht. Einfach mal mich selbst gesprengt. Und jetzt, ich hätte sowas von keinen Bock rumzulaufen, wenn ihr alles einstürzt. Das ist ja... böse Shit ist das. Ja. Hallo. Moin. Kannst fliegen, habe ich gehört. Na ja, doch nicht. Schade. Ach nee, das gibt ja schon einen Unfall. Das ist ja bescheuert. Oh, da läuft hier lang. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Aha, du läufst also hier hin. Oh Mann. Ich geh mal weiter. Genau, ich tu mal so, als wäre ich einer von euch. Ach, das fällt ja gar nicht auf. So. Nicht darüber vielleicht? Nee, auch nicht. Pff. Sollen die diese ganzen Annäherungsminen, frage ich mich. Du bist schon bald wieder so gut wie neu. Lass mich raten, ich kann nicht hier runterschubsen. Och Mann, ja, ihr seid so doof. Ihr seid voll doof. Guckt doch mal woanders hin. Warte mal. Was? Ich weiß nicht. Und ich habe keine Keycard, das ist jetzt schlecht. Ich sehe mir das mal. Ja, ich weiß, ich habe ein bisschen gegen meine Prinzipien verstoßen, so wenig Leute wie möglich umzubringen. Was ist hier los? Ich bin einer von euch. Ich bin ein Freund. Wo kriege ich jetzt eine Keycard her, so auf die Schnelle? Oh nein, das wird nix. Ach ja? Wird das nix? Nein! Ach Mann! Kleidung aufgeflogen, das liebe ich ja. Was haben wir denn hier? Eine Karte? Kann ich auch nichts mitmachen. Hätte ich da vielleicht noch weiter runtergehen können? Oder hätte ich die alle mit einem Unfall ausschalten müssen? Das. Achso, ich hätte natürlich auch hier runtergehen können. Wow! Ich stütze alles ein. Sehr gut! Alter Verwalter! So. Siehst du einfach an, okay? Hey, wollen Sie hin? Ah. So nutzlos wie Titten an einem Bullen. Seid verkleidet! Au, ich hab dich doch. Ja, ja. Halt die Schnauze. Sie haben sich mit dem Falschen angefangen. Mit dem Falschen? Seht nur wieder kämpfen. Das ist der. Ja, ihr habt euch im Falschen angelegt. Das sind so alle tot. Egal, Leute, ich fange nochmal von vorne an. Das bringt nichts. Ich gehe diesmal hier lang. Vielleicht habe ich da bessere Chancen. Ja, ich versuch's einfach mal. Gut. Alles klar, dann nochmal aufs Neue. Erstmal durch. Hüdelüdelüd. Da geht's wieder der Punk ab. Na komm. So, schnell durchlauf diesmal. Hast du schon mal einen Neustart versucht? Link das kleine grüne Licht am Modem. Ja, das neben dem DSL steht. Okay, der hilft gerade, Internetprobleme zu beheben. Das ist ja nett. Ist ein netter Kerl, deswegen lasse ich ihn leben. Wahrscheinlich irgendwie seiner Frau oder so, oder seiner Mama. Ich kann doch niemanden umbringen, der gerade mit seiner Mama telefoniert und ihr Tipps geben will. Nee, das ist nicht nett. Sektor 2 gecheckt. Ja, hab ich. Wir
müssen wirklich gründlich sein. Oh Gott. Wenn ich mich da irgendwie schnell abseilen könnte, dann wäre alles viel einfacher. Ich hab alles im Griff. Zieh's dir einfach an, okay? Der ist schon mal weg. Hier stehen einfach viel zu viele von euch. Deppen rum. Oh Männer. Wollte ich doch gar nicht. Hi. Sag. Ich bin nicht verkleidet. Uhahaha. Ach, hier wäre ein Safe Point gewesen. Das ist ja nett. Das ist ja nett. Hier, Schweine. Bam, 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 bam. Ja. Hauptsache 10 Leute schießen auf mich, aber ich sterbe durch K.O.-Schlag. Das habe ich mir so gedacht. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Hat ja aber auch keiner gesagt, dass es leichter wird. Je weiter man kommt, auf schwer. Ich will mir nicht vorstellen, wie das oft normal wäre. Da hätte ich es wahrscheinlich schon durch, das Spiel. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, ja, aber... ich finde es auch streckenweise nicht so schwer jetzt. Ich meine, klar, ich könnte es mir noch ein bisschen erschweren, wenn ich jetzt alles ausschalte, aber... puh! Dann... uah. Ich meine, ich zapfe meinem Auto ja vorher nicht das Benzin ab oder stech Löcher in die Reifen, bevor ich fahre damit. Ich meine, das ist, kommt auf selber raus. Das sind Features, die sollte man nutzen, vor allem beim ersten Mal spielen, finde ich. Aber ich mag es eigentlich. Es ist knackig schwer, so wie es sein soll, so wie ich das will. Nein, kennst du nicht. Es ist nur der Mann, der sich die Hand an den Hals hält. Hä? Was macht er denn? Das sieht voll komisch aus. So, Safe Point. Mal das. Wow, also cool sieht schon aus, das Panorama, muss ich sagen. Na, ich gehe mal weiter runter. Nein, ihr habt hier gar nichts gesehen. Hier gibt es nichts zu sehen. Ne, wo gehst du denn an die Wand? Hier an die Wand will ich doch. Meine wir kommen Güte. Zu spät zur Einsatzbesprechung. Scheiße. Oh Mann, aber wir können es noch schaffen, oder? Wir müssen es jedenfalls versuchen. Nicht, dass ihr jetzt hier hochgeht, Leute. Finde ich nicht cool. Bitte, bitte bleib auf. Ja. Ich habe ja keine Keycard. Das wäre jetzt ein bisschen Scheibengleister. Oh, daneben ist einer. Hihihi. Du Drecksack. Wo muss ich denn überhaupt hin? Ich laufe den einfach mal ein bisschen nach hier. Oh Mann, da ist ja alles voll. Schon wieder. Ich glaube, da gibt es nur einen Weg hier lang. Die Delta-Jungs feiern mit Karl. Und sie haben versprochen, dass sie ein Foto von dem Kuchen machen. Für uns gibt es heute keinen Kuchen. Aber das Alpha-Team braucht keinen beschissenen Kuchen. Ach, Kuchen. Ihr habt eure Befehle, also los. Ich möchte aber Kuchen. Ihr seid so scheiße. Wie geht's, Partner? Ich will doch nur Kuchen. Nein, halt nicht. Warte mal. Da muss ich rein, scheinbar. Guck mal, die erkennen mich gar nicht. Ihr seid so bescheuert alle miteinander. Oh, jetzt habe ich mich natürlich in eine super Position hier begeben. Ne, vielleicht auch doch nicht so schlecht. Gentlemen, können Sie sich alle mal ein bisschen mehr aufteilen? Dann habe ich zumindest mal die Chance, mich... Jetzt dreh dich doch mal weg. Danke. Arschgesicht. Hey, ja, 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 Kumpel. Ich geb dir gleich Kumpel, wenn ein besser hier. Bester Freund. Ich komme nicht an dem Typ vorbei. Rauch halt mal nicht so viel. Geh mal in die Arbeit. Oh Mann. Ich komme nie wieder raus, Leute. Nie wieder komme ich hier weg, ich sag's euch. Ich werde jetzt den Rest meines Lebens an diesem doofen Apparat stehen. Und so tun, als wüsste ich, was ich hier mache überhaupt, ja. Das ist korrekt. Oh Mann. Warte mal, lauf mal weiter. Lauf weiter, komm. Du, genau du. Wo geht's denn da lang? Merkt er das, wenn ich hier so eine Hechtrolle durchmache? Hui! Na, gerade so. Hui! Oh, oh, oh.
Nein, 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 nein. Was ist das für ein Geräusch? Sind das Tiere? Das sind irgendwelche Tiere, glaube ich. Was ist das denn, Muni? Och man, hätte ich irgendwas, um für Ablenkung zu sorgen. Ich habe halt gar nichts. Ich habe nada. Das ist so eine verzwickte Situation jetzt gerade. Was mache ich denn? Ich muss da vorne durch. Ich muss, denke ich mal, an dem Typ vorbei, oder? Muss ich das vielleicht gar nicht? Das ist ja lustig. Ist schon mal einen losgeworden. Kann ich mich jetzt... Ist das eine andere Verkleidung? Nicht wirklich. Aber ich habe mehr Instinkt. Das könnte mir schon weiterhelfen. Wenn der Typ mich da nicht entdeckt, das wäre natürlich dann... Nein, dann wäre alles wieder zunichte gemacht, was ich jetzt hier wieder erreicht habe. Ja, ja. Oder soll ich da vorne lang gehen? Ich weiß es echt nicht. So. Unmöglich. Hol's dir mal, Kumpel. Geh. Hast du das gesehen? Sieh dir das an. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Was? Ich hab sie im Auge. Och, Mano, du Pennergesicht. Hey. So, bam erstmal. Egal, dann habe ich halt Minuspunkte. Was soll's? Ich bin jetzt hier weitergekommen. Das interessiert mich jetzt eigentlich nur. Na, lässt du... Du hast keine Händchen halten mit dem Typ. Oh Mann, natürlich ist hier wieder alles voll, ne? Gnargs! Hey, Alter. Hier geht's auch nicht weiter. Alter. Ich muss da runter. Ja, ich muss da runter. Pennergesicht. Guck mich nicht an. Guck mich nicht an. Ich bin neu hier. Kann ich da rüber? Ey, wo geht's denn hier weiter? Ich bin gerade total konfus. Das ist so unglaublich. Wie komme ich denn hier an euch Deppen vorbei, bitte? Und wie kann ich die Körper loswerden? Wahrscheinlich gar nicht, oder? La 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 la. La 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 la. Da ist auch wieder alles voll mit euch. Tra la 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 la. Ach man, warum sieht er mich? Ey. Versuchen Sie sich an mich anzuschleichen? Na klar. Mach ich immer so. Wenn ich neue Freundschaften knüpfen will. Hui! Einfach mal eine Hechtrolle. So sieht's aus, Freunde. Wie komme ich jetzt da an den... Ey, diese Mine, die ist hier mal voll schlimm. Bis 2000 im Minusdorm. Du musst die Kohle beschaffen. Hey, nach dem Kampf habe ich das... Hey, so läuft das. Ui, dehe, dehe. Was glauben Sie, wo Sie hingehen? Ja, ich gehe hier runter. Was... Wie sieht's aus? Hey, ich kenne Sie nicht. Kein Problem. Kenn ich auch nicht. Bin ich am Meckern? Oh Gott. Nehme ich mal eine neue Verkleidung. Was soll's? Wie soll ich dann den Strom wiederherstellen? Das ist mir ein Rätsel. Ja. Doch. Ich habe null Ahnung. Ich kann ja schlecht jeden Einzelnen hier unten in der Mine K.O. schlagen, oder? Oder? Kann ich das vielleicht? Aber ich glaube, das will ich nicht. Ach, das ist... Ah. Ach ja. Stromversorgung wiederhergestellt. Allerliebst. Ach, das ist ein Krach hier, oder? Zack. Ja, ich weiß, die Punkte sind unterirdisch. Aber da kann ich nichts machen. Ich hätte mich vielleicht ein bisschen besser anstellen sollen. Oh!
Gab ja doch noch gut Punkte, Leute. Na dann. Sehr schön. Aufzug erreicht. Naja, Leute, aber ich würde schon mal sagen... Oh, Jule, die ist neu. Oder eher, Jule, Jule, ich weiß es nicht. An der Kante kann ich mich hochziehen. Naja, bevor ich jetzt wieder eine Überlänge rauskitzle, die nicht notwendigerweise bestehen muss, sage ich an dieser Stelle schon mal, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, wenn nicht, Daumen runter. Und wir sehen uns wieder bei Hitman Absolution.